Seit fast 3 Jahren tobt nun der Krieg in der Ukraine. Hunderttausende Menschen sind tot. Viele Menschen mussten ihr Land verlassen, haben ihre Häuser, ihre Wohnungen verloren, mussten in den Westen flüchten, haben keine Perspektiven und sehen auch kein Ende des Krieges. Wir hier in der Berliner Zeitung diskutieren seit Anfang an die Konsequenzen, die Gründe, aber auch Auswege aus diesem Krieg und das sehr kontrovers und mit einer breiten Meinungsvielfalt. Zwei Menschen, die die Berliner Zeitung lesen, sollten besonders bekannt sein. Auf der einen Seite Thomas Fassbender, Ressortleiter unseres Ressorts Geopolitik, Russland-Experte, Osteuropa-Experte, hat lange Zeit in Russland gelebt, spricht Russisch und hat immer wieder auch die Politik des Westens kritisiert, die Ausweglosigkeit der Waffenlieferung aufgezeigt und damit auch einen sehr klaren und aber auch kontroversen Standpunkt vertreten, der aber auch zu der ganzen Debatte dazugehört, gerade hier in Deutschland. Auf der anderen Seite Alexander Dubovier, geschätzter Autor, der in Wien lebt, der vertritt die transatlantische Denkschule, betont immer wieder auch die expansiven imperialen Fantasien Russlands, weit von den Gefahren, ein Unterstützer der Waffenlieferungen, der den Westen kritisiert, nicht entschieden genug gegen Russland einzutreten. Für uns als Berliner Zeitung ist Meinungsvielfalt wichtig. Wir diskutieren offen, ergebnisoffen, gerade bei Fragen von Krieg und Frieden. Beide Autoren teilen eine Einsicht. Wir wollen ein sicheres, ein friedliches Europa. Die Wege dahin mögen andere sein, aber die Grundsätze sind es nicht. Insofern will ich gleich starten. Hallo erstmal. Schön, dass ihr hier seid. Danke, danke. Sehr gerne. Alexander Dubovier, ich würde dir am liebsten die erste Frage stellen, da ein bisschen zurückblicken wollen. Wie gesagt, wir haben jetzt fast 3 Jahre Krieg. Der Krieg ist nicht vorbei. Die Ukraine momentan fächelt. Wir sehen eine Müdigkeit auch in der Bevölkerung in Deutschland, im Westen, aber auch in der Ukraine. Die Zahlen, die Beliebtheitswerte von Zelensky sinken, langsam, aber stetig. Insofern gibt es Handlungsbedarf. Wenn du jetzt zurückschaust, wo hat der Westen Fehler gemacht? Wo hat er aber auch Konsequenzen gezogen und rechtlich gehandelt? Wie bewertest du die Politik des Westens der letzten Jahre? Nun, ganz zu Beginn war die Reaktion des Westens absolut richtig. Und diese Entschlossenheit, mit der man reagiert hat, die Verhängung der Sanktionen gegen Russland, die Entscheidung für die Waffenlieferung für die Ukraine. Also zu Beginn hat das Ganze danach ausgesehen, als ob der Westen diese Zeitenwende, die verkündet wurde, wirklich ernst nehmen. Doch schon nach wenigen Monaten hat sich herausgestellt, dem war nicht ganz so. Die Waffenlieferungen kamen zwar an, aber in einem wesentlich geringeren Ausmaß, als die Ukraine es für einen militärischen Erfolg benötigen würde. Und über jede Art von Waffenlieferung, wie die Lieferung von neuen Waffensystemen, wurde sehr intensiv diskutiert. Das heißt, im Grunde genommen zugespitzt formuliert kann man sagen, die Ukraine hat von Seiten des Westens stets zu viel zum Sterben, aber zu wenig zum Leben. Und das wesentliche Problem ist, dass es bis heute anhält. Und seit einiger Zeit ist noch ein weiteres Problem auf Seiten des Westens sichtbar. Das ist diese extreme Strategielosigkeit. Das fehlt jedweder Stoßrichtung auf westlicher Seite. Das heißt, wie soll dieser Krieg zu Ende gehen? Was bedeutet das, wenn wir sagen, die Ukraine soll diesen Krieg gewinnen? Was bedeutet das, wenn gesagt wird, die Ukraine soll ein paar Handlungstipps gestärkt werden? Was wollen wir eigentlich als Westen? Und das sieht man aktuell nicht. Ganz zu Beginn 2022 war es ziemlich klar. Damals hat Joseph Biden die Richtung vorgegeben, als er gesagt hat, dieser Krieg wird mit Sicherheit auf Verhandlungstisch enden. Aber damit die Ukraine eine möglichst günstige Verhandlungsposition erreichen kann, müssen die Waffen geliefert werden, muss die Ukraine finanziell unterstützt werden, muss die Ukraine humanitär unterstützt werden. Aber wie gesagt, von dieser klaren Ausrichtung sehe ich heute ehrlich gesagt sehr wenig. Thomas, wie beurteilst du die letzten Jahre? Ja, den größten Fehler hat ja nicht der Westen begangen. Den größten Fehler hat Wladimir Putin begangen mit seiner Entscheidung, am 24. Februar anzugreifen. Ein Fehler, der
eben nicht nur Russland in eine doch wahrnehmbare Abwärtsspirale zwingt, sondern der die Ukraine zerstört oder zum großen Teil zerstört hat, der unsere westeuropäische Schwäche und auch die transatlantische Schwäche insgesamt in der geopolitischen globalen Konstellation einfach jetzt aufzeigt. Ja. Ich würde auch mit dir nicht so weit gehen, dass der Unterschied in den Waffenlieferungen liegt. Wir haben am Anfang, Putin hat zuerst gedacht, er siegt. Ja. Dann hat sich das Blatt eigentlich ja schon nach 2-3 Monaten relativ rasch gewendet. Und dann im Verlauf des Jahres 2022 kam dann im Westen doch weiter bei den Unterstützern der Ukraine diese Überzeugung auf oder diese Sicherheit auf, wir siegen. Also der Westen wird siegen, die Ukraine wird siegen, das Ganze ist realistisch. Inzwischen sind wir anderthalb Jahre weiter, also wenn wir jetzt das Ende, zwei Jahre weiter, verglichen zum Ende 2022, die Front ist ähnlich dynamisch wie in größten Teilen des Ersten Weltkriegs. Wir haben es mit dem Stellungskrieg zu tun, jetzt mal ungeachtet der kleinen Offensive auf dem Kursker Gebiet. Und ich glaube eben nicht, dass die Waffenlieferungen den Unterschied machen. Wenn der Westen diesen Krieg heute gewinnen wollte, bräuchte er zusätzliche mindestens 200.000, 300.000 Mann. Wir haben auf jeder Seite ungefähr 300.000, 400.000 Mann. Heute in der Ostukraine, wenn der Westen wirklich die Sache, die um die Russen aus diesem Land zu vertreiben, bräuchte es zusätzliche 100.000, 200.000, 300.000 Mann, dann müsste die NATO mit rein. Also da nehme ich dem Westen, da mache ich dem Westen inzwischen den Vorwurf, wenn er vom Sieg der Ukraine redet und jetzt dann die Diskussion führt, ja, weil wir keine Taurus-Raketen geliefert haben, ja, weil wir bestimmte 155 mm Artilleriemunition zu wenig geliefert haben. Das ist ein Vorwand. Was der Ukraine fehlt, sind die Männer. Wir haben es im Westen leicht, weil wir letzten Endes ukrainische Männer verbluten lassen, eine ganze Generation dort verbluten lassen. Und wir wissen, dass diese Generation, dass die ukrainischen Männer, auch wenn da noch viele sind, die Lage an der Front, trotz aller Nadelstiche, man kann auch Taurus freigeben, man kann Storm Shadow freigeben, man kann theoretisch Bomben bis nach Moskau, also Raketen bis nach Moskau schicken. Und da möchte ich nur mal darauf hinweisen, diesen einen wichtigen Punkt, der eigentlich hier gar nicht zur Sprache kommt. Im Zweiten Weltkrieg haben die Alliierten die deutschen Städte bombardiert mit dem Ziel, die Bevölkerung zu zermürben und dazu zu bringen, gegen ihre Führung aufzustehen. Der Bombenkrieg, ja, und da sind sich alle Experten einig, der Bombenkrieg bis 1945 hat den Krieg um keinen einzigen Tag verkürzt. Er hat im Gegenteil dafür gesorgt, dass die deutsche Bevölkerung trotz vollkommen zerstörter Städte, niemand redet über sowas in Russland heute, trotz vollkommen zerstörter Städte, hatte die Bereitschaft, diesen Krieg zu führen, auf deutscher Seite überhaupt nicht gemindert. Das hat gar keine Erfolge ausgelöst. Wenn ich das nochmal so zusammenfassen kann, du hast ja von Anfang an eigentlich einen Widerspruch sichtbar gemacht, der da hieß, dieses Land ist groß, Russland ist groß, es geht um einen existenziellen Kampf. Russland hat mehr Männer und eine längere Ausdauer, was diesen Krieg betrifft. Gleichzeitig sehen wir eine Ukraine, die natürlich einfach ein kleineres Land ist, über weniger Soldaten verfügt und schneller an die Grenzen kommt. Wie gehst du mit diesem Argument um? Dieses Argument trifft den Nagel nicht ganz am Kopf. In Wahrheit hat die Ukraine seit den jüngsten Reformen des Rekrutierungsrechts im Frühjahr 2024 begonnen, bis zu 30.000 Mann pro Monat zu rekrutieren. Das wesentliche Problem ist, diese Männer befinden sich aktuell in Ausbildung bzw. noch hinter der Front. Die Bataillone sind gebildet, diese sind aber noch nicht ausgerüstet, denn es fehlt schlicht und ergreifend an modernen westlichen Waffen. Das ist das, was die Ukraine jetzt machen könnte. Man könnte jetzt Schützentruppen aufstellen, diese einfach mit automatischen Waffen ausrüsten und in den Osten schicken, denn es fehlt schlicht und ergreifend an moderner westlicher Technik. Diese ist zwar zugesagt, wird aber nicht geliefert. Das heißt, die Zahl der Männer ist nicht das Problem. Aktuell rekrutiert Russland und die Ukraine in etwa gleich viel, ca. 30.000 und 35.000 Mann pro Monat. Die Ausrüstung, das ist die richtige Frage, das ist das wesentliche Problem. Man kann natürlich auch hinterfragen, warum beispielsweise die Ukraine nicht diese rekrutierten Männer, die mittlerweile weit über 100.000 Mann an frischen Kräften ausmachen, nicht in den Donbass schickt. Denn das Problem im Donbass sind weniger die russischen Schützenpanzer, die vorrückenden Kampfpanzer, sondern die kleinen, beweglichen Einheiten der russischen Truppen, die in sogenannten
Fleischfirmen, die ukrainischen Positionen zu erobern versuchen. Da würde jeder wahnsinnig. Das ist aber natürlich eine Frage, die man die ukrainische Führung, vor allem die ukrainische Militärführung, richten sollte. Aber Tatsache ist aber, viele dieser neuen ukrainischen Einheiten können noch nicht zur Gänze ausgerüstet werden, weil der Westen mit den Waffen, die können sie nicht hinten nach. Und das ist nämlich genau der Punkt, und da bin ich absolut bei dir. Es ist diese Unglaubwürdigkeit, die der Westen an Tag legt. Einerseits sagen wir, wir treten für unsere freiheitlich-demokratischen Werte ein. Wir sind dafür bereit, wenn jetzt nicht selbst zu kämpfen, sondern zumindest die Ukraine mit Waffen auszurüsten. Und im nächsten Augenblick liefern aber nicht genug Waffen. Ja, aber seien wir doch mal realistisch. Wir reden von einem inzwischen großen europäischen Krieg mit mehreren hunderttausend Mann auf jeder Seite. Das frisst jeden Monat, jede Woche frisst das Massen an Ausrüstung. Wir haben in Europa aber keine Kriegswirtschaft. Wir haben keine Kriegswirtschaft. Wir haben auch keine Bereitschaft in der europäischen Bevölkerung, jetzt auf Kriegswirtschaft umzustellen. Und wenn die Politiker sagen, ja, in der Ukraine werden unsere Freiheit und unsere Sicherheit verteidigt, dann sage ich als Realist, Leute, wenn das wirklich so ist, dann seid ihr aber erbärmliche Politiker, wenn ihr eure Freiheit und eure Sicherheit durch ukrainische Hilfstruppen verteidigen lasst. Denn dann müsste, es geht letzten Endes darum, dass wir entweder sagen, wir müssen den ganzen Apparat hier auf Kriegswirtschaft umdrehen, ja, einschließlich Amerika, das geht nicht, das ist einfach irreal angesichts der gesellschaftlichen, gesamten politischen Situation. Oder wir müssen mindestens eine Armee von der Sollstärke der Bundeswehr, 183.000 Mann, dahin schicken, dann muss die NATO mit eingreifen. Wenn dem Westen diese Ziele so wichtig sind, dann verstehe ich nicht, warum er dann nur durch Ukraine erkämpfen lässt. Du willst damit sagen, also der Vorwurf wäre, dass eigentlich die westlichen Politiker die Bevölkerung täuschen, indem sie sagen, dass wir as long as it takes. Sie täuschen die Ukraine. Sie täuschen die Ukraine. Nicht unsere Bevölkerung täuschen sie nicht. Von uns wird ja nicht groß viel abverlangt. Sie täuschen definitiv die Ukraine. Und das merken wir auch in der öffentlichen Meinung in der Ukraine, dass man dort auch allmählich denkt, Leute, entweder von euch kommt zu wenig, von euch kommt gar nichts. Das stimmt ja aus ukrainischer Sicht, sieht das so aus, weil man ihnen diese Versprechung gemacht hat. Weil der Westen eine unrealistische, ich komme nur von der Realpolitik her, ich bin da nicht auf irgendeiner Seite oder so, weil der Westen eine unrealistische Position vertreten hat. Also, dann würde ich einhaken und mich fragen, was hat der Westen dann davon? Also wenn es so stimmt, dass der Westen im Februar 2022 den Ukrainern Unterstützung zugesagt hat. Es gab ja einen kurzen Raum von Verhandlungen, wo anscheinend, das scheint ja relativ sicher zu sein, der Westen gesagt hat, geht momentan keine Verhandlungen ein, wir unterstützen euch, wir können diesen Völkerrechtsbruch nicht mit Friedensverhandlungen beantworten, sondern wir unterstützen euch so, dass ihr auch wieder euer Territorium zurückgewinnen könnt. Was hat der Westen davon, der Ukraine anzudeuten, dass wir helfen wollen, aber es dann nicht zu tun? Es geht ja auch um unsere westlichen Interessen. Ich sehe es aus einer Inerzie heraus. Der Westen hat sich natürlich schon auch in der Euphorie nach den beiden erfolgreichen ukrainischen Offensiven, Kharkov und Cherson 2022, sehr exponiert auf einer Seite. Da kommt man nicht wieder so ohne weiteres zurück. Aber was wir übersehen haben, ist, dass, während wir über Hightech reden, dort unten ein brutaler, praktisch altmodischer Territorialkrieg kämpft mit ungeahnten Zahlen an verschossener Munition. Ich meine, wir reden von fünfstelligen Summen, die täglich an 155 mm Artillerie verschossen werden. Wir sind nackt, die Bundeswehr ist nackt, die französische Armee, da ist nichts mehr da. Selbst die Russen, die ja auch Zeit hatten, jetzt wirklich auf Kriegswirtschaft umzustellen, sind nicht in der Lage, diese Mengen an Munition so herbeizuschaffen. Ohne Nordkorea, ohne den Iran, würden die diese Intensität der Artillerie, des Artilleriekampfes auch nicht durchhalten. Du sagst, die Russen sind determiniert, haben andere Möglichkeiten, auch die ihre militärische Ausrüstung zu besorgen. Es sind keine Demokratien, wirklichen Herkunft. Alexander, das sind starke Argumente. Wie wird das für den Mann? Hat der Westen die Ukraine getäuscht? Ich glaube, dass der Westen sich selbst getäuscht hat. Und das ist das Kernproblem Ungarns. Natürlich hat der Westen die Ukraine getäuscht, aber aus einer Selbsttäuschung heraus. Das heißt, man hat gedacht, wir treten für diese Werte ein, wir müssen diese Werte verteidigen und wir können natürlich auch die Ukraine unterstützen. Allerdings nicht mit allem, was wir haben. Denn wenn wir genau hinsehen, versucht der Westen oder viele der westlichen Staaten versuchen,
die wesentlichen Waffensysteme zurückzuhalten. Weil natürlich auch die Angst im Hinterkopf sieht, dass der nächste Angriff auf das Baltikum folgen kann. Dass der Westen sich vielleicht in wenigen Jahren, vielleicht 2030, vielleicht auch früher, sich gegen den russischen Angriff zur Wehr setzen muss. Und bis dahin wird man die eigenen Armeen nicht in einem ausreichenden Ausmaße aufrüsten können, wenn wir jetzt alles in die Ukraine schicken. Aber das heißt, man hat die Kraft des Militärs in Deutschland, in den USA, das ist genau unterschätzt. Wir haben die Kraft des Militärs komplett vergessen. Seit den 1990er Jahren hieß es, der Weltfrieden sei eingebrochen und nunmehr brauchen wir fürs Militär nichts auszugeben. Die Kapazitäten, wir müssen jetzt nicht zwingend von Kriegswirtschaft sprechen, aber die Kapazitäten der Rüstungsbetriebe hochzufahren, um zumindest den Output zu erhöhen, denn das hätten wir jetzt. Es fehlt allerdings am politischen Willen, wirklich diesen entscheidenden Schritt zu gehen. Das natürlich verursacht diese sehr hohe Kosten. Auf Kriegswirtschaft zu schalten. Das jetzt ist das, was zwingend auf Kriegswirtschaft. Kriegswirtschaft ist die, wenn wir sagen, die höchste Stufe. Wir können aber einige Stufen darunter schon bei einem sehr positiven Output produzieren. Auch eine glaubwürdige Abschreckung gegenüber Russland herbeiführen. Das wollen wir aber nicht. Und das ist genau der Punkt, den ich eingangs gesagt habe. Es fehlt an einer klaren westlichen Strategie. Was seit 2022 passiert ist. Der Westen hat sich gedacht, okay, was haben wir jetzt im Grunde genommen für Möglichkeiten? Wir unterstützen die Ukraine oder wir drängen die Ukraine zu Friedensverhandlungen, genauso wie Russland. Nur in diesem letzteren Falle müssen wir glaubwürdige Sicherheitsgarantien für die Ukraine zur Verfügung stellen. Und das können und wollen wir in Wahrheit nicht. Denn es würde im Zweifelsfall bedeuten, die Sicherheitsgarantien, dass im Falle eines erneuten russischen Angriffs sofort eine No-Fly-Zone, eine Flugverbotszone über der Ukraine errichtet wird und dass letztlich auch die NATO-Truppen in die Ukraine geschickt werden müssten. Und bis dahin müsste die Ukraine ausgerüstet und ausgebildet werden, um einem erneuten russischen Angriff standzuhalten. Und ich fürchte, genau diesen Schritt möchte der Westen nicht gehen. Was der Westen vielleicht einen Satz nimmt. Was der Westen und was ist das Problem der Strategielosigkeit? Was der Westen glaubt oder was der Westen erhofft, dass die Sache sich im Grunde genommen von alleine auflöst. Es wird, der Krieg geht zu Ende, es kommt zu einem Waffenstillstand, die Konfliktlinie wird eingefroren und als nächstes wird man schrittweise in so einem Business as usual zurückkehren. Nicht sofort, aber schrittweise. Das heißt, Russland wird sich wieder in sein Verhalten normalisieren, man wird mit diesem Land irgendwie den Dialog führen können, vielleicht auf einem sehr niedrigen Niveau. Das ist genau das, was der Westen eigentlich wünscht. Das ist genau das, was Herr Bundeskanzler Scholz sich wünscht, würde ich mal sagen. Ja, ich würde sagen, natürlich auch Joe Biden. Selbstverständlich möchten die Vereinigten Staaten den Konflikt mit Russland nicht eskalieren lassen. Sie möchten diesen Konflikt nicht auf eine neue Stufe heben. Man tut im Grunde genommen alles, um den Konflikt in der Ukraine begrenzt zu halten. Deswegen auch diese Aversion gegen ukrainische Angriffe auf das russische Territorium. Deswegen auch diese fehlende Bereitschaft, der Ukraine es zu erlauben, die westlichen Präzisionswaffen gegen russische Militärziele auf dem russischen Territorium einzusetzen. Man hat ständig im Hinterkopf, um Gottes Willen, wenn wir das erlauben, dann wird der Konflikt eskalieren. Das dürfen wir einfach nicht zulassen. Selbst die Berater rund um Scholz, rund um Biden, die kommen ja aus dieser eher Russland, ja, komplementären, russlandfreundlichen Schule, die sagen, okay, eigentlich brauchen wir einen mehr oder weniger Ausgleich zwischen den Vereinigten Staaten, zwischen dem Westen, zwischen der NATO und Russland. Und in Wahrheit, wenn wir in die 90er Jahre zurückkehren, wo alles scheinbar funktioniert hat, wird alles gut. Aber das ist interessant, weil was Alexander jetzt sagt, ist übersetzt, obwohl Scholz so stark kritisiert wird für eine, sagen wir mal, transatlantische Politik, sagst du mehr oder weniger, eigentlich ist es eine Weichpolitik, eine Zauberpolitik, eine Politik, die eigentlich den Ausgleich mit Russland sucht. Natürlich, weil ja auch die aktuelle transatlantische Ausrichtung ja darauf hinausläuft. Wir sagen einerseits, wir werden alles tun, die Ukraine zu unterstützen. Gleichzeitig, Verzeihung, muss das budgetiert sein. Also solange irgendwie die schwarzen Zahlen noch geschrieben werden, werden wir die Ukraine unterstützen, aber wenn wir das Geld ausgegeben haben, dann ist halt nichts mehr da.
Siehst du das auch so? Was die Strategielosigkeit des Westens angeht, bin ich völlig bei dir. Das ist gar keine Frage. Und ich würde auch sagen, deine Analyse ist auch richtig. Wir kommen eben im Westen, also die politische intellektuelle Führungsgeneration kommt aus einer Zeit oder wurde sozialisiert zu einer Zeit, wo letzten Endes die unipolare Weltordnung, das Ende der Geschichte, Francis Fukuyama, gar nicht in Frage stand. Und es auch ganz eindeutig war, dass eben diese multipolare Herrschaft des Rechts, also dass die Stärke des Rechts nicht das Recht des Stärkeren, multipolare Ordnung, das war ja noch bis tief in die Merkel-Jahre hinein das ausschlaggebende Dogma unserer außenpolitischen, unserer globalen Überzeugung. Und was mit dem Krieg gekommen ist, viel zu spät gekommen ist, denn das hätte man vorher sehen müssen, ist, dass der Westen eben nicht mehr in der Lage ist, diese seine Ordnungsvorstellung, die zum großen Teil eben, das hängt mit der ganzen europäischen Tradition des Völkerrechts mit den ganzen letzten 200 Jahren zusammen, seine Ordnung durchzusetzen. Denn natürlich hätte, nach alter Denke, hätte der Störenfried Russland nach diesem Krieg militärisch niedergezogen werden müssen. Dem hat man gedacht, weil man ja schon gewusst hat 2022, erstens, einen Krieg mit Russland wollen wir nicht und zweitens, wenn es kein Nuklearkrieg wird, sind wir nicht mehr sicher, ob wir ihn gewinnen. Insofern hat man sich auf diese Kompromisse eingelassen, wo man den schönen Schein noch wahrt. Ja, es muss alles wiederhergestellt werden, wo man aber nicht willens ist, jetzt wirklich auf die PS auf die Straße zu bringen und das auch notfalls militärisch umzusetzen. Und dann kommt jetzt als Konsequenz daraus diese Hoffnung, von der du sprichst, so völlig, völlig zu Recht, es wird schon alles wieder gut, es ist nur der böse Herr Putin schuld. Und wenn der Xi Jinping nicht mehr da ist, dann werden auch die Chinesen sehen, dass unsere Ordnungsvorstellung und unsere Wertvorstellung ja eigentlich doch die besten sind. Und dass diese Welt nie wiederkommen wird, mit oder ohne Putin, mit oder ohne Ukraine, egal wie der Krieg ausgeht, das ist unserer Führung noch, oder fängt erst langsam an, überhaupt so in die Nähe des Bewusstseins zu kommen. Aber Thomas, ich habe dazu nochmal eine Nachfrage. Also Alexander sagte, dass 2022 eine Selbstbeherrschung des Westens stattfand. Man trotzdem im Dilemma war, entweder zwingen wir die Ukraine zu Friedensverhandlungen, was geheißen hätte, weil falls, keine Ahnung, große Teile... Wir haben sie ja nicht gezwungen. Man hätte es machen können. Das war die Option. Also möglicherweise ja, im März, ja. Friedensverhandlungen sozusagen durchpeitschen können. Vielleicht auch, indem man den Ukrainern harte Opfer abverlangt und damit vielleicht auch das Völkerrecht in Frage stellt. Das war die eine Option. Oder man sagt, wir unterstützen euch und werden wieder die regelbasierte Ordnung auch in der Ukraine reinstallieren und euch dabei helfen, euer Territorium, das euch völkerrechtlich zusteht, zurückzugewinnen. Das waren die zwei Optionen. Der Westen hat sich, ohne die Konsequenzen vielleicht gänzlich zu verstehen, für das Zweite entschieden. Was hättest du damals dem Westen empfohlen bei Ausbruch des Krieges? Was wäre aus deiner Sicht die richtige Entscheidung gewesen? Meine erste Reaktion war damals sogar, die Russen wollen den Krieg, der muss ausgefochten werden. Der Krieg ist die Ultima Ratio. Ja, der Krieg ist der Schritt, wo die Politik verlassen wird, wo das Recht verlassen wird, zugunsten einer gewalttätigen Lösung, wie immer sie ausgehen wird. Und wer den Krieg, wenn eine Macht wie Russland den Krieg eröffnet, muss die Gegenmacht sich bis zu einem gewissen Grad zumindest darauf einlassen. Der Westen hat sich, da bin ich völlig bei dir, nicht zu dem Grad eingelassen, der einen militärischen Sieg der Russen mehr oder minder garantiert hätte. Und wir haben natürlich den Fehler begangen, dass wir uns einen Territorialkrieg mit diesem unglaublichen Verschleiß an Material und Menschen, vor allem auch an Material, gar nicht mehr haben vorstellen können. Und da muss ich auch nochmal darauf zurückkommen. Die Vorstellung, ich verstehe das schon, nicht Kriegswirtschaftsstufe drunter, aber Investitionen in die Produktion dieser Massen an gepanzerter Fahrzeuge, Granatenmunition, also simple Dinge, ja, wir reden ja nicht von Raketen. Auch das ist gerade durch eine Privatwirtschaft nicht so ohne weiteres aus dem Boden zu stampfen. Wir dürfen nicht vergessen, die deutsche Rüstungsproduktion während des Krieges hatte 1944, als die Niederlage nur wirklich fast für jeden absehbar war, ihren Höhepunkt erreicht. So lange dauert es, hat es damals gedauert, dass man unter totalitären, diktatorischen Bedingungen, selbst das ging nicht von heute auf morgen ab 1938, die Rüstung hochgefahren hat. Und natürlich kann man keinem Privatunternehmer und auch nicht dem Staat einen Vorwurf machen, jetzt müsst ihr rasch 30.000 Geschosse, Artillerie, Munition am Tag produzieren, in einem Krieg, der dann möglicherweise in einem halben Jahr oder einem Jahr schon wieder zu Ende ist. Was wollt ihr weiter damit andeuten, dass der Westen, dass die USA mit all diesen Erfahrungen, Kriegserfahrungen als imperiale Macht
das nicht wusste 2022? Also, das kann doch nicht sein. Wie ich schon sagte, die Alternative war ein Sicherheitsgarant. Und zwar wirklich belastbare Sicherheitsgarantie für die Ukraine. Dann ist es genau das, was die Ukraine eigentlich wollte. Die Ukraine war bereit, über die territorialen Fragen zu diskutieren. Damals ging es um die Region Donetsk-Luhansk. Die Ukraine war bereit, über die Halbinsel, 2014 annektierte Halbinsel Krim zu diskutieren. Die Ukraine war bereit, über den Neutralitätsstatus und den Verzicht auf einen NATO-Beitritt zu diskutieren. Das war immerhin das kleinste Problem. Worüber die Ukraine aber nicht diskutieren konnte und wollte, weil es einfach nicht funktioniert hätte, waren die Sicherheitsgarantien. Die Sicherheitsgarantien hätte die Ukraine jedenfalls gebraucht. Und diese Sicherheitsgarantien war der Westen schlicht und ergreifend zu gewähren bereit. Und das ist der Schwung, nicht zu gewähren bereit, warum, zu geben warum, bereit. Was ist das alles bereit? Warum? Warum war dieses Versprechen quasi, warum wollten die das Versprechen nicht machen und lieber in den Krieg ziehen? Es geht nicht darum, dass man in den Krieg ziehen wollte. Man wollte die Sicherheitsgarantie nicht. Warum? Man wollte eben nicht in den Krieg ziehen. Damit man nicht in den Krieg ziehen muss, weil wenn man die Sicherheitsgarantien gibt, darf man das Gesicht letztendlich wirklich verlieren. Nicht wahr? Das heißt, wenn man sagt, wenn Russland vielleicht auch mal angreift, werden wir euch zur Seite stehen. Wir werden eine Flugverbotszone einrichten. Wir werden alle Waffen liefern, die ihr benötigt. Und das wäre dann genau aufgelistet worden. Die Möglichkeit des Einsatzes dieser westlichen Waffen gegen das russische Territorium stellen. Das wollte der Westen eben ausdrücklich nicht. Und das war der Fehler. Ja, das war natürlich ein Fehler, obgleich dieser Fehler irgendwo natürlich auch nachvollziehbar ist. Diese Entscheidung des Westens ist nachvollziehbar. Du hättest diese Sicherheitsgarantien, wenn du an der Stelle von Scholz und Biden gewesen wärst, auch nicht gegeben. Doch, die Sicherheitsgarantien hätten eine glaubwürdige Abschreckung Russland gegenüber gewährleistet. Und auf diese Weise wäre das die Garantie dafür, dass man niemals in den Krieg ziehen müsste. Wenn man klar gesagt hätte, wenn Russland nochmals angreift, werden wir dann sein. Unabhängig davon, ob die Ukraine in der NATO ist oder nicht. Es ist aber ein anderes Problem. Es geht ja nicht nur um die Ukraine, es geht auch um Moskau. Und Russland wollte ja in Wahrheit keine Friedensverhandlungen, keine wirklichen Friedensverhandlungen, die dann für das Wort Frieden im Namen verdienen würden. Ganz im Gegenteil. Was man wollte, war ein Gewaltfrieden, das man der Ukraine aufzwingt. Es gab ganz zu Beginn vier Forderungen, die Wladimir Putin an die Ukraine stellt. Es war die Entmilitarisierung, der Verzicht auf den NATO-Beitritt, der Verzicht auf die annektierten Territorien und auf die Regionen Luhansk und Donetsk, und zwar zu Gänze, und die sogenannte Entnazifizierung. Und gerade über dieses vierte Kriterium, diese vierte Forderung Russlands, wird sehr wenig gefordert, weil sie in Wahrheit so gut wie keiner versteht. Was heißt denn schon Entnazifizierung? Russland sagt, es sitzen Nazis in Kiew und diese müssen aus den Führungspositionen entfernt werden. Dann wird die Ukraine wieder verhandlungsfähig sein. Regime Change. In Wahrheit ging es um eine Regime Change. Denn in den Tagen nach Beginn der russischen Invasion erschien eine ganze Reihe von Artikeln in russischen Medien, wo gerade die Begriffe der Entnazifizierung sehr genau erklärt. Im Grunde genommen wollte Russland einen Regime Change. Russland wollte die gesamte ukrainische Elite gegen eine russlandfreundliche Elite austauschen. Und wir erinnern auch die anderen Personen. Es wäre Herr Viktor Medvedchuk, ein sehr enger Verbündeter und Wegbereiter Wladimir Putins in der Ukraine. Es wäre der altukrainische Präsident Viktor Yanukowitsch und einige weiteren Angehenden aus der Zeit vor Euromaidan. Und genau das wollte Russland erreichen. Und das ist das Kern. Mit Russland war 2022 kein Frieden zu machen, Thomas. Ja, kommt immer darauf an, wie weit man dem Gegner entgegengehen will. Also das geht dann um beide Seiten. Ich würde bei der Beschreibung eigentlich, also das deckt sich mehr oder minder auch mit meinen Informationen, ja. Wobei man auf Seiten des Westens noch dazu nehmen sollte, dass natürlich im März 2022 dann vor allem unter dem Eindruck von Bucha und der Auswirkung auf die öffentliche Meinung im Westen und dann auch die sich abzeichnenden ersten Erfolge der ukrainischen Armee, es dann auch schon mehr und mehr Stimmen gab, die gesagt haben, naja, vielleicht kann man es doch drauf ankommen lassen. Was man im Auge haben muss, ist natürlich,
dass dieses Thema, ja, eine Nazifizierung, du hast es eigentlich richtig beschrieben, worum es geht. Man will diesen Ausdruck, der ja in Russland oft benutzt wird, die Ukraine darf kein Anti-Russia werden, kein Anti-Russland werden. Ja, also die Ukraine wird als Anti-Russland wahrgenommen, die jetzt westlich, die westlich dominierte Ukraine wird als Anti-Russland wahrgenommen. Und das darf nicht sein. Das bleibt auch als Ziel, meines Erachtens. Bleibt dieses Regime-Change-Ziel bleibt in jedem Fall. Das übernimmt alles. Das ist wichtiger. Also es ging nicht darum, weder ging es darum, alle Ukrainer zu ermorden, also auszurotten, Genozid war sicher kein Thema, das ist völliger Unsinn. Ja, es ging auch nicht darum, die Ukraine als souveränen Staat zu beseitigen. Ich weiß, sagen wir mal, an diesem Punkt will ich auf jeden Fall widersprechen. Selbstverständlich ging es darum, die Umbringen? Staat auszurotten. Würde eine pro-russische Marionette. Ja, aber das ist auch trotzdem ein souveräner Staat, weiter ein souveräner Staat. Sind souverän. Ich glaube, in Wahrheit war ich aber natürlich kein souverän. Ja gut, dann sind wir aber so wie in Deutschland ist auch Leute, wir sind nicht souverän. Weite Gebiete der Ost- und Südukraine abzuspalten und im Rahmen des sogenannten Neurusslands entweder als einen eigenen Staat zu etablieren oder wesentlich wahrscheinlicher, das einfach in den russischen Staatsverband zu integrieren und zu annektieren. Und damit den Zugang der Ukraine zum Schwarzen Meer komplett hier zu verwehren. Und in Wahrheit bleibt das auch eines der Ziele der russischen. Ja, aber das ist ein Worst-Case-Szenario, was du jetzt. Da gibt es ganz unterschiedliche Schattierungen. Die russische Regierung in Kiew würde all diese russischen Forderungen möglich machen. Das heißt, es sollte eigentlich so eine Art zweites Belarus etabliert werden, mitten in Europa. Und diese wesentlich kleinere Ukraine sollte dann im nächsten Schritt auch dem Unionsstaat zwischen Belarus und Russland beitreten. Möglicherweise gab es auch auf russischer Seite die Überlegungen, einige der westlichen Regionen der Ukraine abzuspalten und daraus entweder so eine Art unabhängige Ukraine zu bilden oder diese von anderen europäischen Staaten annektieren zu lassen, im Idealfall. Weil dann auf diese Weise würde man auch die eigenen Annexionen rechtfertigen. Das heißt nicht, dass es realistisch ist, aber wie du weißt, Thomas, die Denke des Kremls geht nun mal in diese Richtung. Also, ich würde da wieder. Ja. Und die anderen sind ja in Wahrheit genau wie ein sondern tun aber nur so, als ob sie das Völkerrecht verteidigen. Diese Denken gibt es natürlich, aber da gibt es jede Menge Schattierungen, da gibt es jede Menge auch interne Fraktionen, da gibt es Realisten, mehr Idealisten, panslawistische Idealisten. Ich würde definitiv. Das halte ich für einen Fehler auch vieler deutscher Medien, dass sie, wenn es um die Absichten und die Narrative des Gegners geht, immer die schwärzesten nehmen. Deswegen habe ich auch absichtlich Genozid gesagt, weil es gibt definitiv sogar sogenannte Russland-Experten, die Russland unterstellen, die Ukraine als Nation ausrotten zu wollen. Ich stimme. Ja, also das wäre mir definitiv zu. Genozid wollte Russland. Ja, das wäre mir definitiv entschieden zu weit. Das wäre mir entschieden zu weit. Ich bin überzeugt, dass es nicht so ist. Dass fast selbst die braunsten Träumer, sagen wir mal, in Russland so nicht denken. Was definitiv der Fall ist, Russland wird, sagen wir mal, Russland schneidet ja auch von Belarus nichts jetzt keine Stücke ab, ja. Russland stellt sich die Ukraine, und dabei wird Russland auch bleiben, ob wir wollen oder nicht, als ein zweites, das ist richtig, als eine Art zweites Belarus vor. Es gibt diese Vorstellung der ostslawischen Einheit, und das ist auch letztendlich die rote Linie, nicht die NATO-Osterweiterung, die hat Russland ja 2004 geschluckt, ja, Zähneknirschen aber geschluckt. Die rote Linie ist dieser ostslawische Raum. Was natürlich kollidiert mit transatlantischen Vorstellungen, ist unsere völkerrechtliche Überzeugung, halt ein souveräner Staat hat freie Bündniswahl. Dem würde ich ja überhaupt nicht widersprechen. Ich versuche ja nur, das Narrativ, die Ziele der Gegenseite einigermaßen nachzuvollziehen und zu gewichten. Und da kommt es meines Erachtens nicht primär auf die Vernichtung und auch nicht primär auf die Zerstückelung der Ukraine an, sondern darauf, die Ukraine dem Zugriff des Westens dauerhaft zu verwehren. Dann muss ich jetzt mal nachfragen, was wäre dann deines Erachtens eine Lösung? Also der Kompromiss aus Russland sagt, eigentlich ist das unseres und eigentlich ist unser Change und im Grunde genommen werden wir auch die nächsten 1000 Jahre darauf hinarbeiten, dass dort irgendwann mal die Regierung ist, die quasi das Panslav oder das russische Reich auch akzeptiert als Einflusszone, Völkerrecht ist uns egal. Wenn das die Denke ist, die dort dominiert, dann kann es nur ein endloser
nicht endlos. Aber Thomas, du hast in einem recht, dass wir hier in langfristigen Zyklen mit langfristigen Vektoren rechnen müssen. Die europäische Überzeugung, unsere Überzeugung des Völkerrechts, Souveränität, was das bedeutet, Freiheit, was das bedeutet, territoriale Unverletzbarkeit, was das bedeutet, hing in der Zusammenhang, in der Vergangenheit, an der Durchsetzungsfähigkeit, auch militärisch, der europäischen westlichen Macht. Das galt vor 100 Jahren, das galt vor 200 Jahren. Unsere Vorstellungen, unsere europäisch-westlichen Vorstellungen waren immer untermauert. Niemand hat das besser gezeigt als die Westalliierten im Kampf gegen uns Deutsche, ja, vor 80 Jahren, war immer untermauert von der Fähigkeit, das auch durchzusetzen. Ich zweifle daran, dass diese Fähigkeit, unsere Ordnungsvorstellungen durchzusetzen, in 50 oder 100 Jahren noch so sind. Wir brauchen gar nicht auf 1000 Jahre raus, noch so sind. Und ich sehe eher jetzt schon wir brauchen auch nicht nur von den Russen zu reden, auch die Chinesen, ihr Verhalten im Südchinesischen Meer, wieder das Den Haager Seerechtsabkommen einfach nicht mehr anerkannt wird, weil man sagt, das ist euer Abkommen. Ich habe gerade vor ein paar Tagen auf einer Konferenz mit chinesischen Journalisten, wo das wortwörtlich so erklang. Das ist euer Recht. Und in dem Moment, das Haager Seerechtsabkommen, ja. Aber in dem Moment, in dem sich das auf das Völkerrecht ausdehnt, das ist die Situation, in die wir hineinlaufen. Ja, das Völkerrecht ist nicht das Westverrecht, das der Westen durchgesetzt. Ja, das hätte er gern. Die aktuelle, gegenwärtige Völkerrechtsordnung geht unter anderem, also jetzt in ihren Fundamenten, jetzt nicht in den einzelnen Säulen, sondern in den grundsätzlichen Fundamenten, ab das Jahr 1945 zurück. Und diese Völkerrechtsordnung, die damals etabliert wurde, ist ja eine kooperative Ordnung gewesen, der alle zugestimmt. Da hat die Sowjetunion zugestimmt, da hat China zugestimmt, und im Übrigen genauso Belarus und Ukraine, die Gründe der Armeen Nationen gewesen sind, gleich sie im Staatsverband der Sowjetunion waren. Das heißt, diese Völkerrechtsordnung ist von allen akzeptiert worden. Und es kann einfach nicht sein, dass in einem gewissen Augenblick, wo man sich als stark und durchsetzungsfähig wähnt und sich nicht mehr an das Recht zu halten glaubt, dass man einfach sagt, na, also bislang haben wir uns in das Völkerrecht mehr oder weniger gehalten, zähneknirschen, aber jetzt nicht mehr. Ab dem Zeitpunkt, wo es für uns nicht mehr passt, heißt das, naja, es ist kein Völkerrecht mehr, so wie Russland das sagt, es ist die sogenannte regelbasierte Ordnung, die der Westen durchsetzen möchte. Das stimmt doch einfach nicht. Es tut mir leid, es gibt keine zwei Interpretationen des Völkerrechts. Es gibt diese gemeinsame Vorstellung des Völkerrechts oder eben nicht. Und wenn Russland diesen Krieg, Gott behüte, gewinnen sollte, dann wird es keine gemeinsame Völkerrechtsordnung mehr geben. Wobei man sagen muss, dass Göring und Putin immer wieder auch verweist auf die Unabhängigkeit des Kosovo und damit auch sein Vorgehen rechtfertigt, dass da der Westen auch sich nicht immer an das Völkerrecht gehalten hat. Das ist richtig, wobei der Kosovo-Fall ja ein sehr komplexer ist. Wir haben einerseits im Kosovo nachgewiesenerweise einen Genozid gegen die Kosovo-Albaner. Das ist absolut nachgewiesen. Und was viel wichtiger ist, und das ist eben genau der Punkt, den wir so nicht kennen, in China sind gar nicht. Wir haben eine extrem intensive Diskussion rund um den Kosovo-Einsatz der NATO, der auf allen Ebenen sehr intensiv, sehr streitlosig geführt wurde. Innerhalb des Westens, innerhalb der NATO-Staaten wurde darüber diskutiert. Hat sie die NATO jetzt recht? Hatte man das Recht dazu, diesen Einsatz in Kosovo durchzuführen? Inwieweit hat man das Völkerrecht gebrochen? Oder hat man über den Umweg des humanitären Völkerrechts hier doch auch die Verpflichtung gehabt, diesen Einsatz durchzuführen, um einen Genozid, einen laufenden Genozid zu verhindern? Das heißt, hier ist es sehr selbstkritisch aufgefasst worden, gerade im Westen. In Russland haben wir diese Selbstkritik überhaupt nicht. Da würden wir, glaube ich, uns alle auch nicht widersprechen, oder ihr beide würdet nicht widersprechen. Ich glaube, wir sind uns auch einig, dass Russland und der Westen in den letzten Jahren, Jahrzehnten mehr oder weniger gemeinsam Schach gespielt hat und jetzt hat Putin das Schachbrett umgeworfen und ein neues Spiel eröffnet. Es ist das Spiel mit dem Schachbrett, was richtig ist. Das Problem ist, dass Politik, dass Recht und Macht in einem Spannungsverhältnis stehen. Völlig unabhängig von irgendwelchen konkreten geopolitischen Situationen. Natürlich wurde das kooperative Völkerrecht 1945 von allen abgesegnet. Aber 1945 war der Westen, also das, was wir heute als Westen bezeichnen, über 70, fast 80%, wenn wir die Sowjetunion, die ja eigentlich auch noch ein europäisch geprägtes Land war, dazu rechnen, hatte der Westen an die 90% der Weltwirtschaftsleistung.
Der Westen stand auf dem Höhepunkt seiner Macht 1945. Und diese Ordnung, die damals geschaffen wurde, keine Ordnung ist ohne Verfallsdatum, ich will es mal so sagen. Sonst könnten wir ja wirklich davon ausgehen, dass sie in 1000 Jahren noch hält. Sie wird in 1000 Jahren nicht mehr halten. Ja, nein, wir haben hier schon den Konsens, dass die Völkerrechtsordnung, die 1945 errichtet wurde, und dann nochmals Anfang der 90er Jahre gemeinsam bestätigt wurde, herausgefordert. Und zwar, es wird herausgefordert durch revisionistische Mächte in Russland, wie China und wie Iran, bis zu einem gewissen Grad. Iran hat einfach nicht diese Fähigkeiten, spielt aber auch mit und eine sehr wichtige destruktive Rolle auch im Westen, wenn man an die ganzen iranischen Agenten im Westen denkt und die Struktur wichtig ist und wo ich absolut bei dir bin. Diese Ordnung wird nicht ewig halten, weil sie herausgefordert wird. Aktuell befinden wir uns in einer Art Zwischenperiode, in einer Phase der Weltordnung, eines Umbruches hin zu einer Weltordnung, die sich erst hinzu anformieren wird. Aber es hängt auch vom Ausgang des Ukraine-Krieges ab, wie diese Welt der Zukunft aussehen wird. Wird es eine Welt sein, wo der Stärkere das Sagen hat, und zwar überall in allen Weltteilen, sei es im Südkaukasus, sei es am Balkan, sei es im Pazifik. Oder wird es eine Ordnung sein, eine Weltordnung sein, die kooperativ ist? Und darauf kommt es an. Und hier geht es sehr stark auch um die Glaubwürdigkeit des Westens. Hier geht es sehr stark darum, ob der Westen tatsächlich an seine freiheitlichen, demokratischen Werte glaubt. Und vielleicht eine kleine Ergänzung zu den Kapazitäten und Rüstungskapazitäten des Westens. Es ist immer eine Abwägung zwischen der Sicherheit und der Freiheit, die hier stattfindet. Es ist weniger zwischen Macht und Recht, sondern es ist Sicherheit und Freiheit. Das ist diese Jahrhunderte alte Diskussion, was ist wichtiger, die Sicherheit oder die Freiheit? Und beides zugleich ist sehr schwierig, beide Bereiche abzuwägen und in ein Gleichgewicht zu bringen. Denn im Normalfall ist es so, wenn wir mehr Sicherheit möchten, wird das zunehmend zu weniger Freiheit führen und umgekehrt. Und der Punkt ist aber, wenn wir wirklich unsere freiheitlich-demokratische Ordnung beibehalten möchten, wenn wir Frieden und Wohlstand in Europa möchten, dann müssen wir die Sicherheit auch gewährleisten. Denn eine freiheitliche Ordnung kann ohne die Sicherheitskomponente niemals auf ewig bestehen. Ich würde diese Frage ein bisschen umformulieren. Und Thomas, ich würde dir gerne eine provokative Frage stellen. Jetzt, glaube ich, vor der Antwort haben viele Ukraine-Unterstützer Angst. Deswegen wer deine Einschätzung richtig in der Fassung, wirklich auch ehrlich sein mit jeder Konsequenz, übersetzt deine Einschätzung, ja, auch zur Fähigkeit Russlands und wenn du sagst Regime Change und sie denken über Vektoren von Jahrhunderten und so weiter, also diese Fähigkeit oder diese Überzeugung Russlands, wozu das Land fähig ist. Würdest du übersetzt sagen, dadurch, dass du Russland einschätzen kannst, dass es damals 2022 für die Stabilität des Westens insgesamt besser gewesen wäre, die Ukraine fallen zu lassen, keine Unterstützung zu sagen, einen Regime-Change zu akzeptieren, dafür aber Sicherheit für den Westen zu garantieren und eine Art sichere Zukunft, ohne sich mit der Ukraine beschäftigen zu müssen und Zeit zu haben. Würde ich nicht Ja sagen, so, definitiv nicht. Ich würde die Frage ganz anders stellen. Ich halte es für den Ausgangspunkt oder den Grundfehler in unserem Verhältnis zu Ukraine und Russland, dass wir 2013 bereits, als es um die Assoziierung ging, ja, also noch unter Janukowitsch, dass wir, als es um die Assoziierung an die EU ging, der Ukraine wirklich die Pistole auf die Brust gesetzt haben und sie musste 50% Außenhandel, die sie mit Russland hatte, musste sie praktisch abschneiden, weil die EU nicht willens war, weder Frau Merkel noch der damals Füli oder wie er hieß, der Erweiterungskommissar, weil die EU nicht willens war, eine Sonderregelung für die ukrainisch-russischen Wirtschaftsbeziehungen zu finden. Die Tatsache, dass wir die Ukraine aus dem russischen Einflussbereich herausgebrochen haben, herausbrechen wollten, das kann man bei Brzezinski, das ist ein amerikanisches geostrategisches Ziel, nachlesen. Schon, aber das muss man ja de facto so sehen. Wir sind hier auch Einflusszone. Es sagt mir niemand, es gibt keine Einflusszone. Ich lebe hier in Deutschland in der Einflusszone der USA.
Ich will das nur mal so sagen als Fußnote dazu, dass es nur mal Einflusszonen gibt, auch wenn wir sagen, es gibt keine. Ja? Freiwillig gewählt. Aber die Ukraine hatte auch in den 20 Jahren zuvor sind diese Schaukelpolitik. Ja. Die Schaukelpolitik hätte weitergehen können. Man kann sagen, dass die Schaukelpolitik nicht ideal ist. Ideal wäre freiheitlich-demokratische Grundordnung in Peking und in Moskau und in ganz Afrika. Bin ich für. Ideal ist, also bei Idealen bin ich sofort beim Unterschreiben. Ja. Aber eben, wir müssen Politik führen, nicht nach dem Grundsatz reich und gesund als arm und krank. Das geht nicht. Wir müssen dann schon Abwägungen finden. Und die Abwägung für mich wäre immer gewesen und war auch immer, dass eine Ukraine, die eine profitable, für letzten Endes alle drei Beteiligten, Schaukelpolitik zwischen Europa und Russland findet, dass es für Europa gesünder gewesen wäre als eine Ukraine, die wir letzten Endes nach der Logik der US-Geostrategie dem Westen einverleiben. Kann man so sehen, auch wenn das Alexander wahrscheinlich anders sieht, aber kann man so sehen, glaube ich, würden ihr auf der Recht geben, selbst Transatlantiker würden sagen, es gibt eine Vorgeschichte, die man durchaus auch kritisch sehen kann. Dennoch nochmal gefragt, also die Antwort, auf die Antwort bin ich immer noch gespannt. 2022, was? 2022 musste der Westen die Ukraine unterstützen, weil wir es definitiv nicht zulassen konnten und weil wir es bis heute nicht zulassen können, dass auf europäischem Boden Krieg stattfindet. Unabhängig davon, welchen Anteil an Verantwortung wir am Ausbruch dieses Krieges. Der Ausbruch war eine eindeutig einseitige Sache, Angelegenheit. Deswegen war der Westen gezwungen zu dieser Verteidigung. Er ist heute, und ein großer Teil der Probleme, die wir mit einer möglichen Lösung der Ukraine-Frage haben, die hängt ja eben damit zusammen, inwieweit verschaffen wir dem Recht wieder zur Geltung. Ja? Welche Kompromisse werden wir eingehen? Sind es Grenzkompromisse? Sind es Kompromisse anderer Art? Dieses ganze Thema Sicherheitsgarantien? Das läuft ja alles in diese Richtung. Das Problem, vor dem wir 2022 standen, ist das gleiche Problem, vor dem wir heute noch stehen. Wir tun die hunderttausende Leute leid, die deswegen sterben muss. Aber du hast relativ klar die Waffenlieferung an die Ukraine kritisiert. Nein, überhaupt nicht. Habe ich eigentlich gar nicht getan. Ich habe aber gesagt, wenn man Waffen liefert, tut man es auf den Sieg hin. Ja, was ich kritisiert habe, ist ein Verhalten, das nicht zu Ende gedacht ist. Wenn meine Waffenlieferungen den Sieg auch nicht bringen, dann liefere ich besser keine Waffen und gerne. Oder ich sage, wir schicken die Bundeswehr da rein. Wenn uns das Thema so wichtig ist, müssen wir auch dafür einstehen. Was die Waffenlieferungen anbelangt, es wäre ausreichend gewesen, wenn der Westen sein Wort halten würde und der Ukraine tatsächlich die Waffen in einem ausreichenden Ausmaße zur Verfügung stellen würde und auch diese lachhaften Beschränkungen nicht auferlegen. Aber es gibt die Waffen nicht in diesem Maße. Doch, selbstverständlich. Selbstverständlich gibt es diese Waffen in einem, vielleicht nicht in einem Ausmaße, wie man es gerne hätte, ja, in einer großen modernen Armee, aber es gibt auf jeden Fall mehr Waffen, als wir aktuell liefern. Und diese Beschränkungen, die wir der Ukraine auferlegen, das muss wirklich nicht sein, denn es würde keine Gefahr der Eskalation bestehen. Wir haben das jetzt schon zuhauf durch. Das ist, wenn Großbritannien Storm Shadow liefert, wird Russland reagieren, die Atomwaffen einsetzen. Wenn Patriot-Systeme geliefert werden und damit die russische Luftvorhaut gebrochen wird, wird Russland mit Atomwaffen reagieren und so weiter und so fort. Wenn die deutschen Kampfpanzer durch die Ostukraine rollen, wird Russland auf jeden Fall reagieren müssen. Wenn das russische Territorium angegriffen wird, wird Russland reagieren müssen. Die Krim wird angegriffen, auch mit westlichen Waffen. Also Alexander hat hier einen Punkt. Und Russland sieht Krim, ja, aber nicht gegen mich. Ist das Territorium. Das ist der eine Punkt. Das heißt, du machst es schon sehr geschickt. Du versuchst aber, die Diskussion in eine Richtung zu lenken, über die gar nicht gesprochen wird. Niemand möchte die Bundeswehr in die Ukraine schicken. Die Frage stellt sich. Nein, ich komme von einer anderen Seite her, dass ich immer grundsätzlich immer sage, man muss die Dinge zu Ende denken. Das ist alles andere, ist eine Beleidigung des Menschenverstands. Wenn ich sage, ich will 100 Meter in 5 Sekunden laufen und jeden Tag und druck das in der Zeitung und schreibe darüber und ich laufe nie, ja? Oder wenn, dann stoppe ich nach 3 Schritten. Das ist das, was ich auch kritisiere. Es gibt einen Unterschied, glaube ich, in eurer Auffassung. Und zwar sagt Thomas, selbst wenn man das liefern würde, wäre es eigentlich genug und man kann gar nicht genug liefern, um wirklich quasi mit Russland gleich zu
Russland plus Nordkorea plus Iran. Genau, also deine Auffassung. Meine Meinung ist, man kann genug liefern, wir haben genug, wir könnten genug liefern. Wir wollen es aber nicht. Wir wollen es aber nicht. Und das war das dann kritisiert. Das Problem ist, Peking ist schon 2022 geliefert. Würde sich heute die Frage gar nicht stellen, wahrscheinlich wäre der Krieg schon zu Ende. Die Waffenlieferungen hätten auch damals nicht den Unterschied gemacht, weil damals die ukrainischen Truppen überhaupt nicht in der Lage waren, sie zu bedienen. Die mussten dann erstmal nach Polen, nach Deutschland, in die USA, nach Großbritannien zur Ausbildung kommen. Man stellt sich Krieg so als was Leichtes vor, wenn nur die Regale voll sind. Aber lass mich nochmal auf einen Punkt. September 22, was ist damals passiert? War die Ukraine damals auch nicht im Stande gegen Russland? Ja, aber nur nicht. Oder hat die Ukraine durchschlagende Erfolge gegen die russische Invasion? Ja, aber jetzt nimm das aber nicht, das ist das Verdienst der Ukrainer und nicht das Verdienst des Westens, dass er da unheimlich zu der Zeit Waffen hingeliefert hat. Aber wenn die Ukraine 2022, 2023 bereits Waffen in ausreichender Menge hätte, dann in Wahrheit, das ist genau das, was die Militäranalysten ständig ab dem ersten Tag kritisieren. Das wesentliche Problem ist ja auch, dass die westlichen Waffenlieferungen erst irgendwann Anfang April 2022 in einem nennenswerten Ausmaß in die Ukraine geliefert wurden. Zu einem Zeitpunkt, wo dort die Friedensverhandlungen ergebnislos abgebrochen werden müssen. Also es waren mehrere Aspekte. Es war der Unwille des Westens, Sicherheitsgarantien zu gewähren. Es waren erste nennenswerte Waffenlieferungen. Es waren die durchschlagenden Erfolge der ukrainischen Armee. Wirklich große Erfolge, die man als solche auch bezeichnen konnte. Und es war natürlich auch die Verbrechen Russlands, die damals in aller Härte bekannt wurden. Butcher. Zu einem Zeitpunkt, wo der Krieg noch gar nicht so lange lief, die Invasion noch nicht so lange lief, zu einem Zeitpunkt, wo die russische Armee eigentlich gar nicht diese Gewalt, diese Bösartigkeit an den Tag legen musste. Die Menschen, die dort abgeschlachtet wurden, Frauen, Kinder, Kreise, für nichts und Widerwillens, ohne jedwede militärische Zielsetzung. Das ist natürlich ein deutliches Zeichen dafür, dass Russland die Ukraine auslöschen möchte, kulturell jedenfalls. Und vielleicht sind diese kulturelle Komponente, denn es ist aus meiner Sicht eines der wichtigsten Punkte überhaupt. Sommer 2021. Es erscheint ein spannender Artikel auf der Kreml-Webseite. Unter der Autoren schafft des Hobbyhistorikers Wladimir Putin. Und in diesem Artikel über die sogenannte historische Nähe zwischen Russland und Ukraine schreibt Putin, dass die Ukraine und Russland in Wahrheit ein Volk sei. Es sind zwei Teile des dreieinigen russischen Volkes. Und das ist die Grundlage dieses imperialen Feldzuges Wladimir Putins. Gut, das sind aber jetzt, das sind, für mich ist das zu viel historische Wertung jetzt da drin. Es gibt die Kriegslogik. Das ist die Logik der Gewalt, das ist die Logik der Stärke. Das ist nicht die Logik des Rechts, auch nicht die Logik des Kompromisses, nicht die Logik des Verhandels. Der Punkt, der uns definitiv unterscheidet, ist, ich bin fest überzeugt, ich glaube, ich habe zumindest die Mehrheit der Militärexperten, die ich ja nicht bin, hinter mir. Der Westen hätte die nötige, die für einen ukrainischen Sieg, verstehen wir jetzt Vertreibung der russischen Truppen aus dem ukrainischen Territorium, ja, einschließlich Krim letzten Endes, mit oder ohne. Der Westen hätte die für einen ukrainischen Sieg nötigen Waffen gar nicht liefern können, weil das nicht der einzig ausschlaggebende Grund war. Und dann, das besteht zwischen uns. Wir können jetzt hypothetisch diskutieren. Du meinst, der Westen hätte, ich meine, der Westen hätte nicht. Letzten Endes kann das auch niemand beweisen, weil es eine hypothetische Diskussion ist. Worum ich aber nochmal drauf kommen möchte, das Wort Nuklearwaffen und das Wort Eskalation, die kamen von dir zuerst in der Diskussion, weil das ist überhaupt nicht mein Punkt. Ja? Mein Punkt ist überhaupt nicht, dass ich jetzt sage, man soll die Taurus nicht losschießen, weil dann Russland eskaliert. Ich weiß genau, wie sehr die BRICS-Staaten Druck auf Putin ausüben, diesen Krieg nicht nuklear werden zu lassen. Russland wird diesen Krieg nicht nuklear werden zu lassen. Mir geht es um was ganz anderes. Mir geht es darum, dass mit dieser Hoffnung auf Taurus und Storm Shadow wieder Illusionen aufgebaut werden. Wunderwaffe, ja. Die Deutschen haben 44, 45 sicher ein Jahr davon gelebt, dass die Wunderwaffe kommt. Ja, der Führer hat die Wunderwaffe. Und dass diese Wunderwaffenhoffnung wieder dazu führt, dass man wieder einen Vorwand hat, sich realistische Einschätzung abzuwenden. Und dann geht der Krieg weiter mit hunderten Toten jeden Tag. Und die Front bewegt sich nicht. Und ja, jetzt kommt die Wunderwaffe. Und dann bringt die Wunderwaffe der Taurus
wird auch die ein oder andere Munitionsfabrik zerstören. Und der Taurus wird auch die Stormshadows, das werden auch Nachschubwege beeinflussen. Aber da kommt mein Bild, deswegen habe ich das so relativ früh gebracht, von der Bombardierung der deutschen Städte vor 1945 ein. Damit kann Russland leben. Wenn Russland diesen Krieg aus irgendwelchen Gründen auch immer, Obermufti, Historiker, Putin oder wer, wenn Russland diesen Krieg aus irgendwelchen Gründen auch immer für existenziell hält, hält es unsere Wunderwaffen aus, wird es auf unsere Wunderwaffen nicht reagieren. Und irgendein kluger CIA-Theoretiker hat im September in Foreign Affairs, glaube ich, geschrieben, dieser Krieg ist zumindest für Putin eine so existenzielle Sache, dass alle westliche Unterstützung und alle westlichen Pläne ihn nicht zu einem Ende bringen werden, also nicht zu einem Frieden bringen werden. Ja? Bestenfalls zu einem Waffenstillstand. Und eine Lösung gibt es überhaupt erst in der Zeit post-Putin. Naja gut, das ist konkret. Also ich meine, Alexander, du vielleicht kannst du drauf insofern eingehen, auch wenn du anderer Meinung bist, ob du diese Position zumindest auch eine Spur des Zweifels in mir existiert, ob diese Einschätzung für doch, auch wenn du sie für weniger realistisch hältst, diese Einschätzung doch auch möglich ist. Oder hältst du das für unmöglich? Nein, weil also diese Logik, die vor allem die Lieferungskritiker sagen, dass eine Waffenlieferung eskaliert, also Spirale dazu führt, dass immer mehr aufgerüstet wird auf beiden Seiten. Die Ukraine kriegt mehr, die Russen ziehen nah. Und es ist immer wieder ein Hochrüsten und es sterben Menschen. Und letztendlich, schlimmstenfalls, das ist ja sozusagen eine, also nicht Worst Case, aber eine Szenarien, dass man sich, keine Ahnung, mit 2 Jahren an den Tisch setzt und einen Kompromiss schließt, der so ist wie am ersten Tag nach dem Konflikt Russlands auf die Ukraine, wo eben mit, keine Ahnung, 4.000 Toten das Ergebnis aber das gleiche sein könnte wie einem Tag, an dem Tag des Angriffs. Also das ist sozusagen die Gefahr. Die einen sagen, wenn wir genug liefern, dann wird das nicht passieren, dann werden wir Russland komplett aus der Ukraine drängen, dann wird die Krim und der Donbass und der Osten und so weiter und das Territorium der Ukraine dann in die Ukraine gehen. Aber die Gefahr besteht natürlich, dass es nicht so ist. Also ich frage nochmal, dieser Wettkampf des Aufrüstens, siehst du nicht dieses Risiko der Fortschritte des Ängsten? Nein, sehe ich nicht, weil das wesentlich komplexer ist. Das heißt, hätte die Ukraine, wie gesagt, 2022 oder 2023 Waffen in ausreichender Menge bekommen. Davon bist du was? Davon bin ich absolut überzeugt. Und jetzt nicht für ich, sondern auch die Militär. Nicht allen, wirklich, sind gar nicht. Können nicht alle gleicher Meinung sein, Gott sei Dank. Ja, dann wäre dieser Krieg schon zu Ende. Jetzt ist die Situation natürlich wesentlich komplexer, ist schwieriger geworden. Wir sind noch weit entfernt von einer Lösung als vorher. Russland hat mittlerweile auch die Regionen Saponika und Cherson als zum eigenen Territorium erklärt. Das heißt, die Verhandlungsforderungen von russischer Seite sind jetzt natürlich nochmals ein Tick höher. Der Punkt ist dabei jetzt ein grundsätzlich anderer. Und zwar, wenn wir von der realistischen Sicht dieses Krieges ausgehen, so müssten wir auch die gesamte Wahrheit aufbrechen. Darüber haben wir jetzt noch lange diskutiert. Von Russland, der Selbsterklärung da, befinden sie im Krieg gegen den gesamten Westen. Du hast vorher gesagt, Russland sieht die Ukraine als ein Anti-Russland. Und zu diesem Anti-Russland, sagt der Kreml, hat der Westen die Ukraine gebaut. Und dieser Krieg gegen den Westen, dieser komplexe Krieg, der auf unterschiedlichen Ebenen geführt wird, auf der militärischen Ebene wird es aktuell eben in der Ukraine ausgefochten. Aber in Wahrheit geht es um den Krieg gegen den Westen. Es geht um die Zukunft der Weltordnung, die ich vorher schon ausgeführt habe. Und das ist der springende Punkt. Es ist unabhängig davon, wenn der Krieg jetzt in der Ukraine unmittelbar ausgeht, mit der Waffenstillstand, vielleicht mit einem Gebietsabtausch, dieser Krieg wird trotzdem weitergehen in russischer Seite. Russland sieht den Westen als ihren eigentlichen Gegner, als ihren Todfeind. Und damit sind wir in Wahrheit alle in Gefahr. Das heißt, Russland wird selbstverständlich diesen Krieg gegen den Westen weiterführen. Sei es auf militärischer Ebene, sei es auf geheimdienstlicher Ebene, sei es durch Sabotageakte, die jetzt in den vergangenen Tagen sehr viel darüber geschrieben worden, dass die russischen Geheimdienste wesentlich aktiver werden und in Zukunft nochmals aktiver werden. Das heißt, das sollten wir niemals übersehen. Es geht nicht nur um einen kleinen Regionalkonflikt, um einen Lokalkrieg. Darum geht es nicht.
zwischen 2013, 2014 und 2022 hätte man den Donbasskrieg noch als einen Lokalkonflikt bezeichnen können. Das hat damals schon nicht ganz geklappt. Aber ab 2022, das ist ein Krieg, den Russland gegen den gesamten Westen führt. Ob wir es wollen oder nicht. Und daran werden alle Telefonate mit Wladimir Putin nicht sein. Ja, dem würde ich ja gar nichts widersprechen. Ich selbst habe bei der Bundeswehr gedient. Ich war nie ein Pazifist und nie ein Antimilitarist, muss ich ehrlich sagen. Und gesunde, kluge Selbstverteidigung ist das Erste, was man schon als Zivilperson denkt. Schützt du ihn? Da muss man natürlich differenzieren. Ja? Der Krieg des Westens gegen den Nicht-Westen, die Herausforderung des Westens durch den Nicht-Westen, es gibt verschiedene Weisen, das zu formulieren. Dieser hybride Krieg, in den längst auch China und Iran gehören, in den längst auch in das Szenario gehört, längst auch der Nahostkonflikt mit hinein, dieser Krieg ist Realität. Der Krieg war schon, diese Auseinandersetzung war schon 2014 abzusehen. Und das ist ja mein grundsätzlicher Punkt. Der Westen hat eben einfach aufgrund der demografischen und wirtschaftlichen Entwicklung im Zuge der nach 30, 40 Jahren Globalisierung nicht mehr die Kraft, seine eigenen Vorstellungen, ob die jetzt kooperativ sind oder nicht, ja, gegen die anderen durchzusetzen. Nicht mehr im Südchinesischen Meer, nicht mehr in Osteuropa, nicht mehr auf dem Balkan, nicht mehr im Nahen Osten. Die Gegner kann man jetzt als böse oder irgendwie moralisch minderwertig oder als Untermenschen oder sowas charakterisieren. Sie sind da. Und der gesamte Nicht-Westen, da gehört inzwischen auch Indien zu, da muss man sehr aufpassen. Ja, die Inder, alle sind, obwohl die Inder sich sicherlich nicht als Anti-Westen verstehen, aber alle sind sie daran interessiert, dass der Westen sich zu bescheiden hat. Ja? Ich habe mit Indern, mit Chinesen und anderen gesprochen und alle sagen im Vertrauen, es wäre nicht gut, wenn der Westen diesen Krieg gewinnt. Russland darf ihn nicht verlieren. Ja? Deswegen auch die Unterstützung Russlands. Ja? Geopolitik ist unser Metier hier. Natürlich sehen wir das Ganze global. Und natürlich ist das kein regionaler Konflikt. Das ist ein Stellvertreterkrieg in Klammern, kann man sagen. Ja, es gibt verschiedene Ebenen. Und natürlich wird der Hybrid geführt. Kommunikativ, ökonomisch, technologisch, Herrschaft über das Unterseekabel. Ich meine, wer sprengt heute? Da wird Infrastruktur gesprengt, Pipelines. Da werden Kabel durchschnitten im Roten Meer. Das zählt alles zusammen. Natürlich ist diesem, gerade weil diese Situation so global ist und umfassend, komme ich nur zu dem einen Schluss. Wir müssen in diesem Ukraine-Krieg so rasch wie möglich, das Gleiche gilt für den Nahen Osten, so rasch wie möglich Waffenstillstand haben. Frieden nach unseren alten Vorstellungen kriegen wir nicht oder auf lange, lange Zeit nicht. Wir müssen so rasch wie möglich Waffenstillstand haben, denn das sind die eigentlichen Herausforderungen der multipolaren Welt, dass alle, auch die Gegner, verhindern, dass regionale Konflikte überschwappen und sich zu globalen Konflikten entwickeln. Waffenstillstand jetzt versus Ukraine muss es am Dicke gehen. Das ist gefasst. Oh. Realistischerweise werden wir nur den Waffenstillstand und ein Einfrieren des Konfliktes aktuell gar nicht können. Das ist das aktuelle Sicht, das Großszenario, das Wahrscheinlichste alles zu erhalten. Dass der Konflikt in Indien nicht eingefahren wird. Ungefähr in der aktuellen Atlantik-Kontaktlinie. Und den Waffenstillstand. Das ist das, was wir realistischerweise erreichen können. Den Sieg der Ukraine oder einen nachhaltigen Frieden, das ist wesentlich voraussetzungsreicher, wesentlich schwieriger. Dazu müsste die Ukraine an der Front größere Erfolge erzielen. Aber wie gesagt, da fehlen die westlichen Waffen und so weiter. Das ist der Punkt. So, grundsätzlich stimme ich dir natürlich zu, dass das, was ich gemeint habe, mit der globalen Weltunordnung, in der wir uns jetzt befinden, die Welt befindet sich im Umbruch auf dem Weg hin zu einer multipolaren Weltordnung. Und diese multipolare Weltordnung wird nicht zwingend kooperativ sein. Sicherlich nicht in dieser ersten Phase, sondern sie wird wesentlich konfliktreicher sein, als wir es bislang erlebt haben. Ich bin der Meinung, auch wie Charles Krauthammer, dass diese unipolare Weltordnung nur für eine sehr, sehr kurze Zeit existiert hat, dass er tatsächlich nur ein unipolarer Moment
den wir Anfang der 90er Jahre erlebt haben. Und ab dem Zeitpunkt befanden wir uns bereits in einer Übergangsphase zwischen der alten bipolaren Weltordnung, die am Zerfallen war, hin zu einer neuen, komplexen, multipolaren Weltordnung. Und selbstverständlich der einzig verbliebene Supermarkt, die Vereinigten Staaten, sind mehrfach von allen Seiten herausgefordert worden. Ja, auch von Seiten der westlichen Verbündeten. Wenn wir jetzt nur an 2003 an den Irakkrieg denken, wo Deutschland und Frankreich einfach nicht mitgezogen sind. Das heißt, wir befinden uns in einer Phase des Überganges und meines Erachtens kommt es sehr stark darauf an, wie der Ukraine-Krieg ausging. Denn wenn Russland diesen Krieg gewinnt oder zumindest die Chance bekommt, Atem zu holen und dann die Ukraine zur Gänze zu vernichten, das in ein neurussisches Reich einzugliedern, in welcher Form auch immer, dann werden wir noch größere Konflikte überall auf der Welt erleben und dann hat der Westen tatsächlich sehr, sehr, sehr schlechte Karten. Dann wird auch der Westbalkan explodieren. Dann werden wir mit noch größeren Migrationsbewegungen rechnen müssen. Ja, aber das ist wieder so ein Stärke zeigen, selbst wo wir in den Konflikt gehen, um so weiter Abschreckung. Glaubwürdige Abschreckung, damit wir Stärke zeigen, glaubwürdige Abschreckung Russland gegenüber, um einfach allen anderen Akteuren zu signalisieren, der Westen ist geeint und der Westen ist bereit, für seine Werte einzubringen. Sind mir zu viele große Worte, muss ich ehrlich sagen, weil da stehen mir zu wenig Panzer dahinter, muss ich ehrlich sagen. Also ich suche immer noch die Erdung, die jeder auch philosophische Werteanspruch muss geerdet sein in realer Macht, in der Möglichkeit, real was durchzusetzen. So wie der schönste Rechtsstaat nicht arbeiten kann, wenn da nicht eine Polizei ist, eine Staatsanwaltschaft, die in der Lage ist, wirklich auch die Zelle zuzumachen. Ja? Wir reden davon, wer schützt bei einem Waffenstillstand, beim Einfrieren des Konflikts, ja? Wer schützt die Ukrainer davor, dass nicht ein erstarktes Russland nach 3 oder 5 Jahren über die herfällt und dann noch nach Polen weiter. In Russland läuft die gleiche Diskussion. Wer schützt die Russen davor in ihren besetzten Gebieten? Davor, dass nicht dann der Westen natürlich massiv die Ukraine aufrüstet und die Ukraine sich die Gebiete zurückholt und so weiter. Und der Westen wird sagen, bravo, es ist euer Land. Ja? Also wir haben hier auf beiden Seiten eine Situation, die dann wirklich auch eher an Korea erinnern wird, mit Waffenstarren auf beiden Seiten. Aber wo wir hinkommen sollten, ist ja nicht nur die Aufrüstungsseite. Wir müssen verteidigungsfähig sein. Zeitenwende, was wieder Scholz das gemeint hat, wie Pistorius das sagt, stehe ich absolut für ein, gar keine Frage. Wir waren naiv, wir waren Bullabü, ja, und viele sind heute immer noch Bullabü. Aber die eigentliche Herausforderung kommt doch, dass wir anfangen müssen, kreativ zu denken. Wer sagt denn, dass wenn die eigentliche KGB-Generation, ja, mit Putin und Patruschew und anderen, irgendwann mal nun physisch den Abgang macht, das ist ja ein Naturgesetz, wer sagt denn, dass nicht in Russland eine Generation an die Macht kommt, die sagt, okay, wir haben zum Westen hin, wir haben im Westen einen riesen potenziellen Markt, weil vor Jahren dieser Ukraine-Krieg war, wird da nichts, aber hapert diese Integration mit den Chinesen, ist es schwierig, bleibt es schwierig, wird es immer schwierig sein. Wer sagt denn nicht, dass dann plötzlich aus Russland der Vorschlag kommt, ja im Prinzip, also die Krim ist schon unsere und vielleicht reduzieren wir den Osten, irgendwo müssen ja auch die Ukrainer hin, die pro-russischen Ukrainer hin, die ja sonst vertrieben würden, wenn man jetzt Russland ganz rauswirft. Also wir reduzieren die Präsenz in der Ostukraine und wir finden einen Frieden auf der Basis vielleicht, was wir 2014 schon hatten. Ich versuche es mal abstrakt zu formulieren. In der Zukunft werden Kriegslogik und Friedenslogik viel näher beieinander liegen als in der Welt, in der wir aufgewachsen sind. Das gilt für den Nahen Osten. Ja, Israelis und Araber betreiben immer, die kennen das schon, betreiben immer Handel trotz aller Kriege. Für uns ist das noch was Schwieriges. Oh, mit Russland Handel treiben raus. Wir haben 200 Milliarden Investitionen in den Chinesen praktisch geschenkt dort, ja. Es wird natürlich wieder eine Generation kommen, die sagt, ey, da kann man doch was machen mit den Russen. Und dann ist nochmal das Letzte, was ich an dir reinbringen möchte. Was soll denn Deutschlands Rolle sein? Wir verstehen die amerikanische Geostrategie, die Pläne. Das kennen wir, verstehen wir, ist absolut nachvollziehbar. Aber wo ist denn Deutschlands Rolle? Wenn Deutschland jetzt weiter und weiter und weiter für den Sieg der Ukraine plädiert, also unsere Politik und Teile unserer Politiker, wenn wir die realpolitische Diskussion, wie es ja leider zurzeit ist, völlig den Amerikanern überlassen, die nämlich reden mit den Russen auch, dann verschenken wir eigentlich das Potenzial, was wir als Mitte, in der Mitte Europas sitzen, sogar als
Kenner gewissermaßen der russischen Vergangenheit, mit der langen deutsch-russischen Vergangenheit, wir rennen hinter ein Ziel, was sowieso nicht kommen wird. Mein Appell an die deutsche Politik ist, diese Realitäten, die du ja auch richtig beschreibst, des globalen hybriden Krieges, der Auseinandersetzung, die eben nicht zugunsten einer Seite ausgehen wird, des Nicht-Westen, die zu erkennen und jetzt das Beste für uns draus zu machen. Und das heißt, Abschied zu nehmen von den großen Thesen, den großen Losungen, den großen Worten und runterkommen ins Klein-Klein einer extrem schwierigen Nachbarschaft. Auf dieser globalen Ebene stehen wir uns vielleicht näher, als es den Eindruck zu erwecken vermag, weil ja, sobald wir etwas abstrahieren von den aktuellen Ereignissen, sieht das natürlich ganz anders aus. Also grundsätzlich, wenn ich zu einem gewissen Teil bei dir nur sehe ich diese Möglichkeit der Annäherung aktuell nicht. Das Problem ist, dieser Krieg hat nicht 2022 begonnen, sondern 2022 begann die Invasion. Der Krieg ist 2014 ausgebrochen. Und das auch nicht aus heiterem Himmel heraus, sondern auf Grundlage einer sehr klar durchgedachteten russischen Politik. Die Annexion der Krim, die Infiltration des Donbass, und hier bitte ich nur an Herrn Girkin oder Strelkov, wie er sich nennt, zu denken, der gesagt hat, ich war derjenige, der den Abzug dieses Krieges gedrückt. Das heißt, der Kreml hat den Krieg in der Ukraine gestartet, um eine Annäherung zwischen der Ukraine und dem Westen zu verhindern. Und im Rahmen dieses sogenannten Minsker Abkommen ging es ja in erster Linie darum, dass Russland in einen Fuß in der Tür behält. Das war genau die Zielsetzung. Es sollten die Gebiete integriert werden, reintegriert in die Ukraine, und der Osten der Ukraine sollte eine stärkere Stimme im Rahmen eines föderalen Modells im Parlament bekommen. Damit glaubte Russland, dass die Ukraine niemals aus dem russischen Einflussbereich entfliehen kann. Das war die Zielsetzung. Und als man gesehen hat, nach 8 Jahren, dass es schlicht und ergreifend nicht funktioniert hat, aus unterschiedlichsten Gründen, aber allen voran, weil Russland den Frieden blockiert hat, können wir gerne darüber diskutieren, dass unter einem Präsidenten Petro Poroschenko und einem Innenminister Wakow ein wirklicher Ausgleich und Frieden zwischen der Ukraine und Russland nur schwer möglich war. Worüber wir aber, glaube ich, nicht diskutieren können, ist, dass unter einem Präsidenten Volodymyr Zelensky, der in allen ukrainischen Legionen große Mehrheit gewählt wurde, dass die Ukraine dem Frieden sehr nahe stand. Die Chance war da, Russland blockiert hat. Den Herrn Zelensky nahm Herr Putin überhaupt nicht der Wahl. Für ihn war es einfach nur ein Showman, ein Clown. Und mit dem verhandelt. Und das ist der Ding. Russland wollte diesen Frieden mit der Ukraine nicht und den Ausgleich mit der Ukraine nicht. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene sind die Infiltrationsversuche Russlands in die politischen Strukturen des Westens, auch in Deutschland. Gerade wenn wir von kritischer Infrastruktur sprechen, von Nord Stream 2, hier kommt es zu einer derart engen Verwebung zwischen politischen Interessen und wirtschaftlichen Interessen mit einem sehr starken pro-russischen Einschlag, dass man hier kaum noch Worte dafür findet. Das ist eine absolute Gefahr auch für die Souveränität Deutschlands gewesen. Das muss man auch so anerkennen. Und nicht zuletzt war es die Frau Angela Merkel, die das herbeigeführt hat und erlaubt hat in dieser Intensität. Es spricht nichts gegen Handel, es spricht nichts gegen Ausdauer. Aber in der engen Verliebung, das war einfach deutlich zu viel. Und dann gibt es noch die aggressive, die dritte Säule, die eindeutigen Sabotagen von russischer Seite gegen die Militäreinrichtungen im Westen, insbesondere natürlich in den NATO-Staaten. Die eindeutigen, die Morde an politischen Gegnern, sei es in Berlin, sei es in Bulgarien, sei es in Tschechien, sei es in Spanien. Mit diesem russischen Regime funktioniert das halt. Naja, also da würde ich jetzt sagen, das geht, also ich will mal anders sagen, ja, der Primat der Politik soll nicht übertrieben werden. Wenn wir den übertreiben, landen wir in einer totalitären Gesellschaft. Also wenn die nur noch mit Demokratien Handel treiben kann, als Wirtschaftstreibender,
dann erst einmal bedeutet das für Deutschland totale Verarmung, weil dann geht es nicht mit den Chinesen, dann geht es nicht mit x anderen. Das Thema des Sicherheits, wenn es um De-Risking geht, ja. Aber inzwischen sind sich auch bitte in der chinesischen Diskussion alle einig, dass es kein Decoupling geben wird, weil Decoupling wäre Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Das wäre das Aufhören des globalisierten Wohlstands. Ja? Und was du sagst über, dass Russland eine Diktatur ist, das wissen wir doch schon eine ganze Zeit. Außer man hofft natürlich, dass es morgen eine Demokratie wird. Ja, ich hoffe das nicht. Wir sind umgeben von nicht-demokratischen Staaten. Und ich bin für mich, das ist für mich schon, steht das schon lange fest, ich wäre froh, ich werde die Zeit nicht mehr leben, wenn meine Enkel und Urenkel noch in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft hier leben, unabhängig davon, wie die anderen leben. Nur wir haben noch vor einer Generation die Illusion verfolgt, wir würden jetzt die Demokratie exportieren. Ja, weniger als eine Generation, das ist 20 Jahre her, Demokratieexport unter Bush Junior. Bush Senior kam doch aus einer völlig anderen, aus der alten Zeit, wesentlich realistischer. Wir müssen hin wieder zu diesem Realismus. Und das Entscheidende ist bei der ganzen Sache, dass wir uns nicht von solchen schwarzmalerischen, so Buhmann-Szenarien, wie du sie auch gerne vertrittst hier, ins Boxhorn jagen lassen. Ja? Es ist kein schwarzmalerisches Buhmann-Szenario, es ist die Wahrheit. Das ist unser Unterschied. Diese drei Säulen, die wir beachten müssen, das ist immer das eine. Und das zweite ist, Russland war nicht immer eine Diktatur. Und das sollten wir selbst unter Wladimir Putin nicht. Und das sollten wir auch beachten. Das heißt, die Beziehung zu Russland, wie sie sich entwickelt hat, war natürlich eine Zeit lang eine kooperative und es gab auch eine strategische Partnerschaft, sowohl mit Russland als auch zwischen Russland und den Vereinigten Staaten, als auch eine sehr enge Kooperation zwischen der NATO und Russland. Das heißt, hier gab es ja wirklich eine Chance auf Annäherung. Nur war es nicht der Westen, der diesen Bruch der Beziehungen verschuldet hat. Der Westen hat eine gewisse Mitschuld, aber die Hauptschuld lastet ganz klar bei Russland. Können wir gerne darüber diskutieren, wann diese Zeit dann gekommen ist, wo die Beziehung dann direkt in den Kopf gegangen ist. Aber da kommen die nicht zusammen. Da. Marx-Austausch, Mannesfreiheit, das ist, wofür unsere Demokratien stehen. Das üben wir dann bei der Zeitung jeden Tag. Dafür danke ich euch, dass ihr unsere Autoren seid, dass ihr die Toleranz habt, die andere Meinung euch anzuhören, zu durchdenken, zu überlegen und eure Standpunkte gemeinsam auszutauschen. Ich glaube, es würde uns allen gut tun, wenn wir das täglich so täten. Und wer mehr davon erleben will, kann die Berliner Zeitung lesen, als sich jeden Tag neu an der Meinung bilden. Vielen Dank, dass ihr miteinander gesprochen habt. Danke mir. Danke sehr.